Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, den ich bewerten werde, der kommt von Heike. Und Heike hat das Ganze am 22.12. eingesendet, damit ihr wieder einen kurzen Stand habt, wie lange ihr warten müsst, wenn ihr was einschickt. Also ein bisschen Wartezeit solltet ihr mitbringen. Ich habe einige Zoos in meinem E-Mail-Postfach rumliegen. Aber ich freue mich drauf. Also ich mache das Projekt momentan sehr, sehr gerne und besichtige sehr gerne eure Zoos. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir fangen jetzt direkt an, hier die E-Mail von Heike vorzulesen. Denn sie schreibt: Lieber Dandy, ich liebe deine Zoo-Besuchsvideos. Es macht einfach Spaß, dir dabei zuzuschauen, wie du durch die Zoos spazierst. Auch finde ich deine Kommentare sehr wertschätzend. Ich würde mich sehr freuen, deine Meinung zu meinem Zoo zu hören. Mein Zoo ist eigentlich gar kein wirklicher Zoo. Ich habe versucht, ein Dorf zu bauen, das nicht so nach Zoo aussieht. Abgesehen davon, dass hier und da mal ein Zebra durch den Garten läuft. So ganz ohne Barrieren und Mitarbeitergebäude geht es natürlich nicht, aber ich habe versucht, diese möglichst nett zu verpacken. In meinem Zoo habe ich Tierkämpfe und Angriffe ausgestellt, so dass ich auch Arten zusammen in ein Gehege packen kann, die sich normal nicht so wirklich gut verstehen. Da es mir nur um schön bauen geht, habe ich auch ausgestellt, dass sich die Tiere an meiner Bepflanzung stören. Der Zoo soll einfach nur Spaß machen und niemanden stressen. Deswegen heißt mein Dorf auch Heile Welt. Ich bin gespannt, wie dir mein Dorf gefällt. Falls du mit den Okapis im Pool schwimmen willst, dann bringe eine Badehose mit. Ich habe den Zoo für dich geschlossen und eine meiner freundlichen Mitarbeiterinnen erwartet dich bereits am Eingang. Ach ja, und du hast auch ein eigenes Haus in meinem Dorf. Du wirst dein Zuhause sicherlich entdecken. Viel Spaß mit meinem Zoo, die im Wald lebt. In Klammern, in Anführungszeichen, Gänsefüßchen, ihr wisst, was ich meine. Heike. Ja, Heike, herzlichen Dank für deine Einsendung. Das klingt ja schon mal sehr, sehr interessant, was du schreibst. Also, wir besichtigen sozusagen nicht wirklich ein Zoo heute, sondern ein Dorf. Und ich habe mein eigenes Haus, da bin ich ja mal gespannt. Also, da freue ich mich schon drauf. Die Badehose werde ich jetzt einpacken. Und bevor ich es vergesse, du hast noch einen Nachtrag geschrieben. Du hast nämlich noch in der zweiten E-Mail geschrieben, dass alle Sachen von dir selbst gebaut wurden und nichts aus dem Workshop ist. Das ist sehr, sehr cool, da freue ich mich schon drauf. Und wir besichtigen jetzt deinen Zoo, beziehungsweise dein Dorf, Heile Welt. Und da sind wir schon im Dorf Heile Welt angekommen. Und was mir als erstes auffällt, du hast hier dieses Eingangsgebäude entfernt gekriegt. Das ist ja eigentlich außerhalb der Parkbegrenzung und hier steht ja eigentlich so ein Häuschen. Ich weiß gar nicht, wie man das entfernt. Das kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Wusste ich gar nicht, dass es geht, finde ich aber cool. So hast du halt wirklich deinen eigenen Eingang hier hingebaut. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also schreib es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Ja, sieht auch sehr schön hier aus. Schön bunte Buchstaben. Sehr freundlich und einladend. Bei den Häusern hier an sich ist es, glaube ich, noch ganz gut, wenn du da ein paar Akzente setzt. Vielleicht das Dach ein bisschen überstehend. Vielleicht so ein paar Stützpfeiler oder irgendwelche Markierungen oder Verzierungen oder so an der Wand. Weil das sieht noch sehr Rohbaumäßig aus. Also ich glaube, hier noch so ein bisschen auskleiden. Die Wände wäre gar nicht so verkehrt. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein in deine heile Welt. Die Schrift gefällt mir sehr gut von den Farben her. Das ist halt ja, eine sehr schöne Farbkombination gewählt. Oh, cool, dieser Weg. Den habe ich auch sehr selten erst gesehen. Dieses Wegmuster mit dem Moos. Schöne Blumen. Und dann geht es als allererstes... Ah, hier über so eine Brücke. Wie cool. Mit einem kleinen Gewässer. Oh, nice. Das sieht gemütlich aus. Da würde ich mich so drauf chillen. Bisschen angeln oder so. Oh, coole Idee. Das ist eigentlich so ein Tierspielzeug. Hast du einfach als Wasserballersatz sozusagen genommen. Finde ich nice. Schön bepflanzt hier. Das gefällt mir. Oh. Und du hast hier sogar Tschüss eingebaut. Das mag ich auch immer. Wenn man nochmal eine Verabschiedungsmessage auf die Rückseite klatscht. Finde ich cool, wenn man den Zoo wieder, oder den, das Dorf wieder verlässt. Ich versuche es mal Dorf zu nennen. Coole Idee. Ja, sieht nice aus. Hier schweben ein bisschen die Laternen. Ja, da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein. Hier auf der Seite hast du es richtig gemacht, auf jeden Fall. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Zoo wieder geöffnet habe? Weil ich habe mega viele FPS und dann dachte ich mir, mit ein paar Besuchern ist, glaube ich, ganz angenehm. So. Hier haben wir jetzt sozusagen die Hauptstraße wahrscheinlich schon. Mit den ganzen Dorfhäusern links und rechts. Das ist auch cool. Oh, was für ein schöner Vorgarten. Wassermelon, Ananas. Das ist übrigens beides Obst, was ich sehr gerne esse. Richtig coole Idee mit diesen Vorgärten. Kann man da reingehen in so ein Haus? Ah, nee, okay. Das sind eher so Mitarbeiterhäuser. Ah, ich verstehe. Okay. Nur für Mitarbeiter. Steht ja sogar drüber. Und hier sind dann die Eingänge. Coole Idee. Aber ich habe ja auch noch irgendwo hier ein Haus. Mal sehen, ob wir das entdecken. Wir gehen aber, glaube ich, erstmal hier rechts lang. Das ist, glaube ich, cooler.
Oh, was ein cooler Baum. Den habe ich so noch nicht gesehen, glaube ich. Sieht aber cool aus. Auch hier wieder schön bepflanzt alles. Das sieht natürlich hier teilweise noch ein bisschen kahl aus, aber bist du wahrscheinlich noch nicht so gekommen. Bin mal gespannt, wie das mit den Tieren ist, weil du meinst ja, dass die nicht wirklich in Gehegen sind. Okay, hier haben wir ein V, Okapi und Zebra. Sind ja schon mal so Tiere, die überhaupt nicht zusammenpassen, ne? Hier Asien, Afrika, Afrika. Gut, die beiden gehen ja sogar noch. Nehmen wir nochmal so ein kleines Mitarbeiterhäuschen. Ja, auch hier, das sieht noch sehr rohbaumäßig aus, ne? Aber das mit diesen Vorgärten, das finde ich sehr süß und cool. Das gefällt mir. Auch schöne Bepflanzung. Und dann haben wir hier die ersten Scheiben, wo man durchgucken kann. Auch cool abgerundet hier das Glas. Das sieht nice aus. Kann man hier denn was sehen? Hier geht es einmal komplett rum. Ich höre auf jeden Fall Wassergeplätscher. Ah, das ist ein... Das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Nochmal... Nein, mach nochmal. Oh mein Gott, das war das allererste Mal, dass ich das in-game gesehen habe. Und gleich zweimal. Aber nicht so richtig. Komm schon, noch einmal bitte für mich. Für die Kamera, für YouTube. Oh mein Gott. Ich habe es immer mal vom Weiten gesehen. Ich würde es gerne mal von vorne sehen. Oh, schade. Aber cool. Sehr cool. Ich bin jetzt hier so reingestürmt. Tut mir leid, Leute, aber... Das wollte ich mir halt nicht entgehen lassen. So, wir gucken jetzt nochmal von außen. So, ja, ist sehr, sehr cool gemacht. Also die Tiere fühlen sich dann auch, glaube ich, nicht belästigt hier. Das ist ganz nice. Du hast voll viele Männchen. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Das wäre mega cool. Gehen wir hier außen rum. Das ist auch mega gut bewaldet, sodass die Tiere sich wohlfühlen. Finde ich immer cool. Dann sind die Gäste mehr so, ja, nebenbei, dass die Tiere halt nicht wirklich stören. Ist wirklich alles komplett zugezogen. Aber finde ich cool. Ist ein cooler Baustil. Gefällt mir. Das ist auch voll groß. Komm, wir gehen einfach rein. Das ist sozusagen dieser Vorgarten, glaube ich, wo ich mir die Badehose einpacken kann. Kann ich mich hier auf so einen Stuhl chillen und dann hier vorne schwimmen gehen. Du hast hier halt richtig so einen Swimmingpool gebaut und so einen Garten. Oh! Okay, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt bin ich glücklich. Ach, wie cool. Da freue ich mich. Ja, du hast hier halt hier so einen richtigen Vorgarten gebaut. Das ist richtig nice. Hier kann man sich so richtig hinchillen. Okay, hier muss man halt voll durch die Büsche gehen, aber die Idee finde ich cool, dass man hier sitzen kann und dann gemeinsam mit den Tieren hier so sich ein bisschen entspannen kann. Ist halt gar nicht so Zoo-Feeling. Und dann können wir hier mit unserer Badehose reingehen. Ha, cooler Pool. Der ist ja nice. Wie hast du das denn gebaut? Das sieht richtig aus wie ein richtig nicer Pool. Hier ist auch sogar so Unterwasserbeleuchtung. Ich frage mich gerade mal, sollen wir mal kurz Nacht machen? Ah, das wird leider hier verbuggt. So, jetzt gucken wir mal. Ganze bei Nacht aussieht. Oh, das sieht ja schön aus. Du hast sogar die Brücke da hinten beleuchtet. Ja, cool. Dann machen wir wieder Tag. Dann geht's weiter. Oh, jetzt ist es aber richtig hell hier. Ist aber cool. Hier kann man dann planschen gehen. Gehen die Tiere da auch rein? Wahrscheinlich schon, ne? Finde ich witzig. Eine tolle Idee, dass du einfach so einen Garten gebaut hast. Sieht auch sehr gemütlich aus. Hier sind die Zebras am Chillen. Oh, das ist hier so ein kleines Gartenhaus oder Gewächshaus. Lasst euch nicht stören, liebe Tiere. Die werden wahrscheinlich mega scheu, die Tiere. Wobei, irgendwann gewöhnen die sich ja so ein bisschen daran, ne? Wenn ständig Menschen um sie herum sind. Wäre halt cool, wenn das hier wirklich begehbar ist. Du hast das halt jetzt nur so für mich, glaube ich, gemacht. Aber finde ich trotzdem toll. Hier sind dann auch so Wege und sowas. Hier ist nochmal ein Häuschen. Ist vielleicht mein Haus? Ne, ist ein leeres Haus. Also nur ein optisches Haus. Sieht aber cool aus. So. Also die Idee finde ich wirklich nice. Oh, ein Baby. Hallo. Bist du mit dem Ball? Auch hübsche Tiere, ne? Nicht schlecht. Was ist denn das? Ist das? Was ist das hier? Ja, den Baum will ich nicht. Aber was ist das? Ich kein blassen Schimmer, Leute, was das ist. Ist ja auch egal. So, gehen wir mal noch hier vorne rein. Hier kann man auch noch mal ein bisschen sitzen und chillen. Hier entspannen sich dann noch mal die Tiere. Und hier ein bisschen schlafen und haben einen Rückzugsort. Ja, sehr schön gemacht.
Also es ist halt wirklich so ein richtiges begehbares Gehege. Ich würde jetzt fast sagen, dass wir wieder zurückgehen, Leute, sonst verlaufen wir uns. Und wir wollen ja hier nichts überspringen und übersehen. Ich bin gerade froh, dass ich das erste Mal einen V gesehen habe, der sein Gefieder öffnet oder sein Federkleid. Und das gleich dreimal oder sowas. Richtig nice. Da hast du mir schon mal einen Traum erfüllt. So, gehen wir mal in das Shopping Center. Okay. Gehen wir mal was einkaufen. Fibo. Was auch immer das heißt. Oder F2Bo. Hm. Hier haben wir ein Shopping Center. Geldautomat, Ice Cream, Slush, Balloons. Chief Beef, Hüte und Zelter. Was ist denn Zelter? Das ist Wasser, ne? Ich glaube schon. Hier kann man dann nochmal rausgucken. Aber hier ist gar kein Gehege. Also Tiere kann man hier nicht sehen. Kann hier nur so rausgucken. Ist aber nicht schlimm. Hier ist auch nochmal Wassergeplätscher. Wir gehen mal weiter. So, was haben wir hier? Nur für Mitarbeiter. Hier zur Linken haben wir noch ein Haus. Das sieht richtig schön aus, das Haus. Hier ist auch so ein bisschen mehr Deko und so gemacht. Das sieht cool aus. Tolle Kombination aus diesen roten... Was sind das für Steine? Ziegelsteine? Backsteine? Ich weiß es nicht. Und dann diesen Stein hier. Sieht nice aus. Kann man dann auch rein. Hier sind wieder Mitarbeitereinrichtungen soweit drin. Aber die Mitarbeiter gehen alle hintenrum rein, so wie es aussieht. Okay. Auch wieder ein wunderschöner Vorgarten. Sehr cool. Und von hier kann man... Oh, hier sind die nächsten Tiere. Oh mein Gott. Hier, die Leute sind gerade echt krass im Weg. Okay, Leute, wir schließen den Zoo doch nochmal. Dann werden jetzt nach und nach die Leute zwar rausgehen aus dem Zoo, aber dann stehen die uns nicht so im Weg rum. So, hier haben wir den nächsten Vorgarten und ich habe da gerade Alligatoren oder sowas gesehen. Kombiniert mit Flamingos, kann das sein? Gott. Können wir da rein in das Gehege? Oh ja, hier haben wir Ganges Gavial drin. Und Flamingos. Komm, wir gehen mal rein, Leute. Dann stehen die... Weil die stehen hier wirklich Schlange, die Leute. So, wir sind jetzt im nächsten Gehege. Gehen wir mal hier... Oh, hier kann ich gar nicht rüber. Das... Das ist Fisch. Okay, das ist Futter. Guck mal, hier kann man sich dann hinchillen. Aber ich glaube, das würde ich nicht machen, wenn ich weiß, dass hier nebenan einfach mal so ein Alligator liegt. Auf der Lauer. Was passiert denn hier? Buddelt der sich gerade ein? Das ist ja witzig. Der Ganges Gavial. Auch ein ganz tolles Tier. Würdet ihr den auf die Hand nehmen? Den kleinen hier? Der kann bestimmt schon auch ordentlich schnappen. Der ist auch gar nicht so klein, ne? Wenn man den mal mit dem Stuhl vergleicht. Uff, der hat bestimmt schon Bisskraft. Dann chillen hier so Flamingos. Oh, ein Fall für mich. Alle Tiere aus Transportbox wollen. Oh Gott, hier ist ein großer. Okay, das ist ein fetter Oschi hier. Greift er den jetzt an? Nee, ne? Das hast du ja ausgestellt. Aber in echt würde er den bestimmt wegsnacken, oder? Den Flamingo. Guck dich mal, wie riesig der ist. Oha. Aber es ist sehr gemütlich hier alles. Das ist ein ganz anderes Feeling. Also, du hast schon das Feeling von einem entspannten Dorf hinbekommen. Ist zwar ein bisschen unlogisch, dass man hier mit Ganges Gavialen chillen kann, aber ich finde es trotzdem schön. Ich fühle mich wohl gerade. Also wirklich, es macht richtig Spaß. Hier ist dann nochmal so ein schönes, begehbares Haus. Gehen wir mal raus wieder. Und, ja, was haben wir jetzt gesehen? Das Haus hier einmal. Und hier konnten wir gerade rüber gucken. So, hier links ist dann eine Haltestelle. Oh, gibt es hier sowas wie einen Bus? Da bin ich ja mal gespannt. Hier ist auch noch ein Haus. Ich will eigentlich auch jedes Haus angucken, weil jedes Haus könnte meins sein. Ja, das sieht leider wieder ein bisschen rohbaumäßig aus. Kann man, glaube ich, noch ein bisschen ausschmücken. So, was haben wir hier? Toiletten und Iceland. Ausgang und Restaurant. Wir gehen erstmal, glaube ich, zum Restaurant. Das Iceland heben wir uns für später auf. Das klingt nämlich sehr interessant. Hof Sonnenschein und Lemurenhaus. Biegen wir erstmal hier rechts ab. Hier waren wir ja gerade drin. Gehen wir mal zum Hof Sonnenschein. Oh, wie schön und idyllisch das hier aussieht, ne? Hier hinten so eine Kirche. Das ist wirklich schön. Ah, hier kommen wir dann eigentlich zu den Pfauen, Okapis und Zebras. Das ist eigentlich so der Eingang hierhin. Oh, ein sehr schöner Hof hier. Das sieht nice aus. Da kann man dann durch, oder wie? Genau, und dann sind wir hier bei den... Once again. Okay, du machst mich heute glücklich.
Er versucht sogar gerade ein Weibchen zu beeindrucken, ne? Richtig cool. Das habe ich tatsächlich auch schon öfter in echt gesehen. So ein V, der sein Gefieder ausbreitet. Im Botanischen Garten hier. In Oldenburg, ist aber auch schon ewig her. So, weil da laufen die auch einfach frei rum. Das sieht richtig cool hier aus, auch mit der Bepflanzung und der Kirche. Haben wir dann hier vorne? Ne, vorne ist nochmal das Gehege. Hier ist nochmal ein Haus. Oh, das könnte meins sein, oder? Ist das meins? Sieht auf jeden Fall cool aus, vom Stil her. Ne, ist auch leer. Ich sehe auch kein Schild oder so. Ich gehe davon aus, dass da wenigstens ein Schild dran steht. Aber auch hier wieder viel Liebe zum Detail. Richtig cool. In der Garage und alles. Ja, hier kommen wir wahrscheinlich dann einfach da hinten hin zurück, genau. Wäre dann einmal so der Rundgang. Wir gehen jetzt aber mal hoch zu der tollen Kirche da. Ist wirklich sehr idyllisch hier. Kann man nicht anders sagen. Und dann geht's hier hoch. Hier, die ist auch leer. Gehen wir mal einmal rum. Okay, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Sieht aber wirklich schön aus. So eine Kirche auf einem Berg und dann davor diese Felder und so. Sehr ländlich und idyllisch. Definitiv, das hast du gut hinbekommen. Guck mal, dann auch hier diese Details mit so ein bisschen Details. Ich muss mir das L abgewöhnen, das hatten wir ja schon. Das Thema. So, wirklich schön hier. Okay, gehen wir weiter. Haben wir hier was übersehen? Hier haben wir noch was übersehen. Hier ist nämlich das nächste Gehege. Genau, hier sind wir nämlich gerade rechts abgebogen. Und hier sind Warzenschweine am Chillen. Entschuldigung. Es ist wirklich ein schönes Feeling hier in deinem Dorf. Fühlt sich sehr gut an. Alles sehr freundlich und entspannt hier. So, gehen wir mal in das Gehege rein. Oh, da geht's ins Iceland. Oh, das sieht ja schon mal schön aus. Ah, lol, das ist mit dem neuen Arctic Pack wahrscheinlich gestaltet. Das hatten wir auch noch gar nicht, glaube ich. Richtig cool. So, hier kann man sich auch nochmal hinsetzen. Und dann entspannen sich so die Tiere. Wobei ich glaube, dass Wildschweine auch sehr gefährlich werden können. Ich glaube, die haben ordentlich Power, wenn die dich wegrammen. Nur ihn hier. Mit dem würde ich mich in ein Gehege trauen. Dem Kleinen hier. Süß. Okay, weiter geht's. Oh, lol. Sind auch einfach noch so Nilwarane drin. Okay. Interessante Kombination von Tieren hast du auf jeden Fall in deinen Gehegen. Finde ich aber wirklich cool. Oh, da steht ein Schild. Da ist mein Haus. Bürgermeister Dundee. Oh mein Gott, es ist mir eine Ehre. Sehr gerne. In diesem Dorf werde ich gerne Bürgermeister. Sieht schön hier aus mit den Treppen. Flackert hier ein bisschen. Das habe ich euch ja schon öfter gezeigt, wie man das wegkriegt. Aber ansonsten sieht das cool aus. Oh, leider nicht eingerichtet. Schade. Aber finde ich toll, dass du mich verewigt hast mit einem Haus. Vielen Dank. Sehr nice. So, hier geht's zur Kirche. Da waren wir ja gerade schon. Genau. Sieht wirklich alles so schön aus. Überall so Springbrunnen und viele Pflanzen und Blumen. Haben wir auch noch mal ein Haus. Ist da was dran? Nee. Geht wahrscheinlich auch nicht rein, ne? Nee, nur Mitarbeitersachen. Okay, dann haben wir hier rechts das nächste Haus. Kann man auch nochmal sitzen und hier kann man reingucken. Das ist wahrscheinlich das Lemurenhaus. Da sehe ich schon Waris und Lemuren und Katas. Unten geht es auch nochmal lang dann. Das sind alles Mitarbeitersachen. Wir gehen einmal rein in das Häuschen hier und machen erstmal das, was wir immer tun. Nämlich arme Tiere aus ihrer Box befreien. Schon sind wir hier im Affenhäuschen. Und guck mal, wie die hier klettern. Frag mich gerade, ob die auch ein Außengehege haben. Oder nur in dem Haus hier leben. Sieht so aus, als wenn die wirklich nur in diesem Haus hier leben. Aber ist ja auch nicht schlimm. No. Hallo, du Kleiner. Und Waris auch. Waris habe ich, glaube ich, in echt noch nie gesehen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Sehen aber so toll aus. Ich glaube, ich hätte mich an die erinnert, wenn ich die schon mal gesehen hätte. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die im Serengeti-Park auch zu sehen waren. Falls ja, habe ich die bestimmt gesehen. Aber coole Idee, so ein Haus zu bauen. Und das hier Beleuchtung, diese Sterne? Ich glaube schon, ne? Nochmal ganz kurz Nacht machen. Schauen wir mal. Oh ja.
Oh, die sehen schön aus, die Sterne. Okay. Weiter geht's, Leute. Jetzt geht's Richtung Iceland, glaube ich. So. Oh, hier ist auch noch einiges. Spielplatz, Iceland Restaurant. Wir hätten auch da vorne abbiegen können. Wir gehen jetzt mal hier lang. Oh, schon wieder das nächste Haus. Wieder in einem ganz anderen Stil. Das sieht auch sehr cool aus. Ist das denn hier? Gibt es nochmal so ein bisschen Essen, Trinken? Nochmal ein Jeep. Ja, ansonsten ja, nur ein paar Läden. Kann man auch noch einmal außen rum gehen. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch was ist. Ne, hier sind nur so Mitarbeitereinrichtungen. Okay. Also nichts für meine Augen eigentlich. Wenn ihr so Mitarbeitereinrichtungen roh gestaltet lasst, finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Mache ich genauso. Hier ist ein schöner Spielplatz. Oh, das ist eine tolle Rutsche. Gefällt mir. Sieht cool aus. Gut, flackert hier wieder ein bisschen, aber alles so Kleinigkeiten. Oh, ein Sandkasten. Ich habe es früher geliebt, im Sandkasten zu spielen. Ich finde das cool, dass du das hier sogar noch so ein bisschen angehoben hast, das Land. Dadurch sieht das wirklich so aus wie richtiger Sand. Und auch hier hast du das mit dem Boden richtig cool gemacht. Sieht wirklich nice aus. Das ist eine schöne Schaukel. Hier ein Zebra und eine Wippe. Wippen sind auch cool. Ja, nice. Sehr schön gemacht. So. Und hier kann man links sogar nochmal die Nilwarane und Warzenschweine sehen. Sehr schön. Und dann geht's hier schon ins Iceland. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was uns erwartet. Wollen wir mal Schnee anmachen? Komm, Leute. Weiß, man sieht dann nicht mehr so viel. Aber irgendwie habe ich gerade da Lust so, dass wir einfach mal Schnee anmachen. Ist ja auch passend zum Iceland so, ne? Fängt es an zu schneien. Es weihnachtet sehr. Passt ja sogar noch zur Jahreszeit. Es hat ja dieses Jahr noch gar nicht wirklich geschneit, ne? Ist schon mal so ein riesiger. Eine Eisskulptur. Ah, lol, das ist so ein Berg und da oben ist ein Eisbär drauf. Kann man von hier unten kaum erkennen. Hätte es vielleicht nicht ganz so hoch bauen können. Also aus Ego-Perspektive ist es teilweise echt schwer. Hier geht es dann rechts in ein Häuschen rein. Ah, das ist ein Mitarbeiter. Ne, das ist ein Gehege. Oh. Boah, das ist aber. Das sind große Tiere. Rentiere. Ah, schön. Hast du schon mal so einen Innenbereich gebaut? Sehr gut. Gucken wir uns aber gleich von außen an, so wie es sein sollte. Dann haben wir hier zur Linken. Ist das hier ein Schneemannsversuch? Nee, ich weiß nicht. Nee, es sind einfach nur so Eisdinger. Sieht schon schön aus. Sind die Eiszapfen hier platziert oder sind die durch das Wetter entstanden? Ah, die sind platziert, okay. Ich glaube, dass ich Schnee angemacht habe, war eine gute Entscheidung. Sieht cool aus. Haben wir hier? Ach, hier ist auch ein Gehegeeingang. Okay. Oh, ist das schön. Mäh, hier haben wir diese. Wie heißen die denn nochmal? Diese süßen Schneeschafe. Dallschaf, genau. Die sind niedlich. Da habe ich mich ja schon gefragt, warum die so wenig Pelz haben und andere Schafe so einen Riesenpelz. Weil eigentlich müssen die ja, die gerade im Schnee leben, die müssen ja eigentlich richtig viel Pelz haben. Ja, der Schnee sieht immer sehr schön aus, aber ich glaube, man übersieht dadurch echt viele Sachen. Aber ich finde das gerade echt toll hier in der Schneelandschaft. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Hier ist dann nochmal so ein schöner Schuppen, wo die rein können. Und dann haben die hier nochmal so ein bisschen Klettermöglichkeiten. Da kann ich leider gerade nicht hoch. Ein paar Eisfelsen und so. Ja, sehr schön. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, schon das nächste Gehege. Hier haben wir nämlich die Rentiere. Ich frage mich ja, ob die hier rüberspringen können. Weil Rentiere sind doch bestimmt relativ sportlich, oder? Weil die sind ja auch riesig, die Dinger. Guckt euch die mal an. Das ist wahrscheinlich hier ein Männchen. Sieht ja wirklich groß. Sieht ja fast wie Elche. Ja, aber mega idyllisch. Sehr schön. Hier geht es dann nochmal in den Schuppen, wo wir gerade waren. Dann haben die auch hier ein tolles Gehege. Okay, weiter geht's. Hier sind dann nochmal so ein paar Skulpturen und so. Und hier geht's nach links. Hier ist auch die neuen Wege und sowas verwendet. Schöner Weihnachtsbaum. Hier sind nochmal so ein paar Gästeeinrichtungen, Toiletten.
Auch hier schön um Eck gebaut, so wie ich es gerne habe, weil die halt echt nicht schön aussehen, die Gebäude. Auch hier alles schön mit Weihnachtsstern und so gemacht. Ist hier Nacht. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie es aussieht. Oh. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis die volle Leuchtkraft da ist. Sieht aber sehr schön aus. Hier kann man sich dann was zu essen und zu trinken und zu holen. Ist der Weihnachtsbaum. Oh, wundervoll. Ist ja allgemein sehr gut beleuchtet. Nicht schlecht. Wir machen aber wieder Tag, sonst seht ihr auf YouTube wahrscheinlich gar nichts. Auch wenn ihr so nichts seht. Komm, wir machen mal wieder das Wetter aus. Dann ruhig jetzt aufhören zu schneien. Dauert ja auch, bis der Schnee schmilzt. Da haben wir Iglos, ein richtig schönes Gewässer. Das ist ein riesiges Gehege, oh mein Gott. Denke mal, da sind Eisbären drin, weil die brauchen, glaube ich, mega viel Platz. Sieht schon halb aus wie hier Nordpol, den du hier gebaut hast. Sehr interessant. Hier sind nochmal so ein paar Mitarbeitergebäude. Hier kann man, glaube ich, einmal komplett außen rum gehen. Was, Leute, wir gehen jetzt mal in die Top-Down-Perspektive und gucken das mal uns mal an. Oh, ich habe hier noch den Kameramodus an, den will ich nicht. So, das war das Dorf, was wir vorhin gesehen haben, alles. Ich glaube, wir haben auch nichts verpasst. Nee, und wir hätten von hier lang gehen können noch. Das haben wir verpasst hier. Häuschen, das Toilettenhaus. Und hier ist nochmal ein riesiges Gewässer. Selbst hier hinten sind sogar noch ein paar Deko-Sachen. Sehr cool. Hier sind wir dann in das Iceland reingegangen. Und der Schnee, liegt der hier allgemein oder? Ich glaube, ich hätte gar keinen Schnee anmachen müssen. Ich glaube, du hast hier überall Klimaanlagen installiert. Okay, hätte ich halt wirklich nicht machen müssen. Aber macht ja nichts. Sieht aber wirklich sehr schön hier alles aus von der Gestaltung. Boah, da ist sogar so ein Boot. Oh mein Gott. Ah, hier hinten geht es natürlich noch rein. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal in einer anderen Perspektive an. Gucken wir jetzt erstmal von hier oben. Das ist halt nochmal das letzte Gehege hier, glaube ich. Das ist halt wahrscheinlich Eisbären, ne? Ja. Eisbären. Da oben sind sie auch. Ah, nee, das ist gar keiner. Aber das hier ist einer, oder? Eine Skulptur? Nee. Nee, das ist. Hätte da sein können. Ja, aber der chillt hier gerade so ein bisschen. Lebt gerade. Ist ja auch cool, dass hier oben so ein Glas ist. Das heißt, die Eisbären können über die Leute rüberlaufen. Bisschen gruselig. Aber coole Idee. Da unten ist, glaube ich, dann so eine Höhle. Gehen wir gleich nochmal rein. Hier hast du auch nochmal ein wunderschönes Boot. Ja, insgesamt hast du, glaube ich, nur zwei Eisbären hier drin. Ich weiß auch gar nicht, wie die Begrenzung da ist. Wahrscheinlich ein Männchen und ein Weibchen, ne? Ja, ein Männchen, ein Weibchen. Wir können ja mal eben gucken. Oh, zwei ist, glaube ich, sogar. Okay. Die scheinen nicht so große Gruppen zu mögen. Macht das natürlich Sinn. Hier ist auch nochmal so ein schönes Wikingerboot gebaut. Sieht cool aus. So ein Frack, so ein gestrandetes Frack. Sehr cool. Und dann gehen wir nochmal da unten rein, würde ich sagen. In die Bude. Dafür holen wir uns nochmal eben einen Mitarbeiter. So. Enrique Dickerson. Jetzt nicht mehr umgetauft. Ticket Camp. So, und dann laufen wir da unten nochmal rein. Hier ist nämlich nochmal so eine schöne Untergrund-Viewing Area, wo man dann oben sogar die Eisbären sehen kann. Das würde ich ja gerne mal sehen, ne, wenn da einer rüberläuft. Gucken, ob wir das gleich noch hinkriegen. Und das hier ist, glaube ich, Underwater, ne? Ja. Das ist Unterwasser-Viewing. Eisbären schwimmen ja auch gerne mal. Ja, richtig coole Idee. Sieht natürlich hier alles noch so ein bisschen kahl aus, finde ich, von der Gestaltung her. Also hier hast du wahrscheinlich noch nicht so viel Zeit gehabt, gerade was die Umgebung und so angeht. Aber die Ideen sind auf jeden Fall schon mal da. Das finde ich nice. Was mir direkt auffällt, ist wieder mal die fehlenden Pinguine. Das finde ich immer sehr schade. Pinguine würden in so einem Gehege echt gut passen. Wobei es ist ja, glaube ich, so, dass Eisbären und Pinguine an verschiedenen Polen leben, ne? Also ich glaube, ein Eisbär würde niemals einen Pinguin jagen können, weil die halt nicht in der gleichen Umgebung wohnen. Wer von beiden jetzt am Nord- und am Südpol wohnt, das kann ich euch nicht sagen. Weiß ich leider nicht. Schnell rein da. Okay, das ist cool. Wow. Ist das dein Ernst? Er kackt erstmal auf die Scheibe. Okay. Oh, jetzt bin ich unter. Oh Gott, was ist jetzt? Jetzt war ich unterirdisch von der Kamera her. Ja, alles klar. Er kackt erstmal
geschmeidig auf die Scheibe. Aber ich glaube, das war's mit deinem schönen Zoo, Dorf. Dorf war's, ne? Heile Welt war's, glaube ich. Genau. Heike, das war deine Heile Welt Dorf. Ich fühle mich auf jeden Fall erholt. Es war sehr idyllisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Dorf Heile Welt von Heike fandet. Und falls ihr auch mal ein Zoo bei mir einschicken wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.